haben eine Ministerin, die schon zurücktreten musste. Wir haben ein paar, von denen wir glauben müssen, dass sie vielleicht bald zurücktreten müssen oder zurückgetreten werden. Wir haben einen Sommeranfang, eine parlamentarische Sommerpause, die jetzt kommt. Und trotzdem wird jetzt noch heiß diskutiert, statt wie sonst langsam abgeflacht. Und Sie glauben trotzdem, dass die Regierung bis 2028 durchmacht? Es war jetzt 2028, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Wann ist Wahl? 25. Genau, bis zur nächsten Bundestagswahlen, auf jeden Fall. Sie haben ja keine andere Wahl, es ist eine Zweckgemeinschaft. Sie regieren ja eigentlich zum Selbstzweck. Würden Sie es jetzt wirklich riskieren, dass die Koalition auseinanderbricht, würde es für die FDP bedeuten, dass Sie ja unter die 5%-Hürde fallen. Die Grünen würden auch massiv ausbluten. Und die SPD sowieso. Das heißt, die Regierung in dieser Konstellation würde es gar nicht mehr geben und es riskiert keiner. Ja? Also da steckt man lieber Tiefschläge ein, als hier loszulassen. Und wir haben das Problem in Deutschland, dass sich die Regierung komplett vom Volk entkoppelt hat. Und es wird gleichzeitig das Haus Deutschland total entkernt. Wir haben jetzt das Heizungsgesetz. Wir haben aber in der Medizin, in der medizinischen Versorgung einen Notstand. Viel zu wenige Ärzte, viel zu wenige Krankenschwestern, Pfleger. Medikamente. Ja, Medikamente. Wir haben keine Lehrer. Ich habe zwei Schulkinder. Ich erlebe jede Woche, dass entweder frühzeitig der Unterricht ausfällt und an einem Tag sind sogar die Kinder in der Früh schon heimgeschickt worden, weil kein einziger Lehrer da war. Ja? Und das in einem hochentwickelten Industrieland. Und dann haben wir auch keine Fachkräfte. Und mit der Migration, wo das quasi gelöst werden soll, ist eine Augenwischerei. Wer kommt denn zu uns? Denn wirklich qualifizierten Menschen wird die Einreise nach Deutschland mit ihren Familien so schwer gemacht. Es ist einfach unattraktiv. Deutschland zahlt auch viel zu wenig. Das sind Länder wie die USA und Kanada viel attraktiver als wir. Wir holen uns, und das muss man ganz deutlich sagen, wirklich, das hat mit dem einzelnen menschlichen Schicksal nichts zu tun, aber den Kaffeesatz der anderen Gesellschaften. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Syrien vor Gewalt fliehe, dann bin ich doch froh, in einem sicheren Drittstaat zu landen. Aber anstatt jetzt sich eine Existenz aufzubauen, meinetwegen in den arabischen Ländern, wir haben stabile Länder, wir haben Marokko, was wirklich ein Leuchtturm in der arabischen Welt ist, Tunesien, Algerien. Nein, man nimmt den Weg in ein total kulturfremdes Land, in eine kulturfremde Umgebung, dessen Sprache ich nicht spreche, nach Deutschland, mit dem einzigen Motiv, dass es hier eine soziale Hängematte gibt. Es ist nicht nachvollziehbar. Und Die Politik missachtet unsere Werte, unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit bedeutet den Schutz der Minderheiten vor den Mehrheiten. Und Demokratie bedeutet den Schutz der Mehrheit vor den radikalen Minderheiten. Und was wir jetzt erleben, ist eben eine ideologische Hybris von Minderheiten, weil wer letztendlich hat die Grünen wirklich gewählt? Wir haben eine relativ geringe Wahlbeteiligung, von dem Prozentsatz haben nur ein Bruchteil der Grünen gewählt und die bestimmen alles. Und es ist wirklich an der Zeit, dass das Volk mündig wird und sich bis zu den nächsten Wahlen auch bitte erinnern kann an den Missetaten der Regierung.